Sich bemüht im Winter Janu von Bohlen nach Luzern zurückzuholen. Aber unglaublich, wie Janu in Luzern unvergessen ist. Überhaupt nicht wirklich überlegen. Aber insgesamt wäre der Sieg ja auch nicht gestohlen. Aber Aufstieg oder nicht Aufstieg, das wird ja auch nicht heute entschieden. Das ist dann Anfang Juni soweit. So lange wird diese Challenge League spannend bleiben. Cerocchi noch mit der Möglichkeit. Roman Güntensperger. Quang Leong Pak. Jonita in Richtung Foschini, aber da ist Roman Güntensperger sehr gut postiert. Aufstellung, die gesperrten Simon Greta und Pavel Bergl. Der tschechische Abwehrchef wurde vor einer Woche gegen Lugano vom Platz gestellt. Deshalb rückt Fulvio Sulmoni in die zentrale Abwehr. Roman Güntensperger spielt dafür einzige wirklich gute Torchance für das Heimteam in den ersten knapp 43 Minuten. Ansonsten hält die Bellinzona-Defensive dicht, lässt wenig zu. Schnell Ball. Das ist Jonas Selmer. Aufgerückte linke Außenverteidiger. Auch hier neu gekommen in der Winterpause. Herrlich gemacht von Roman Güntensperger, kann sich da durchsetzen gegen Jonas Elmer. Das ist Quang Leong Pak. Da versucht er noch einmal Güntensperger ein. Challenge League. Die Partie hat verheißungsvoll begonnen. Die ersten 7-8 Minuten waren unglaublich spektakulär. Er sich vor wenigen Minuten an der Seitenlinie pflegen lassen musste. Marazzi macht seine Sache gut. Als Außenverteidiger, kaum sage ich's,
verliert er den Ball. Kwang Leong Pak in die Mitte gespielt, das ist Anschlusstreffer. Der Aufstieg letztendlich nicht geklappt hat. Castomagnetti kommt für Roman Güntensperger. Also Martin Andermatt nimmt einen Verteidiger raus und bringt einen weiteren Stürmer.